Okay, da drüben steht ein Monolith. Halte nach Nono Ausschau. Ist Nahkampf mittlerweile besser geworden? Ja, aber wenn es zu viele Gegner sind, dann immer noch. Die Ausrichtung stimmt. Siehst du, wohin das Licht zeigt? Dann wird es immer noch schwierig im Nahkampf. Oh, come on. Und ich springe halt jedes Mal dann vorbei. Aber es könnte auch daran liegen, dass ich einfach schneller werden muss. Mal sehen. Des Knapptrot Außenposten. Hier schlug der Jagdni-Stamm vor langer Zeit sein Nest auf. Das ist schon mal unser Posten, das ist cool. Was hat denn für ein geiles Tier? Auch nicht schlecht. Kann ich hier irgendwie so ein paar Sachen abgreifen, wäre ganz cool. Stecker. Beklagt, dass der Weltuntergang es unmöglich macht, Dinge sicher zu verwahren. Sagt, vor einer Weile einen Sperrkasten gesehen zu haben, der möglicherweise selbst den Zähnen Lupalupins widerstehen könnte. Er war zu schwer zum Tragen, doch jemand wie du könnte ihn herbringen. Genau das ist der Kniff, oder? Sagt, der Sperrkasten ist nicht weit entfernt, es sei denn, jemand hat ihn woanders hingebracht. Schnapp dir einfach den Sperrkasten und bring ihn mit. Es wäre Verschwendung, ihn herumliegen zu lassen. Okay. Ohne dich rostet er bloß vor sich hin. Schätzt, du würdest wie niemand sonst die Dinge sicher verwahren. Oh, sowas wie eine Bank. Cool. Nichts. Auele, ja, Pico.
findet, da die Welt jetzt zugrunde geht, erscheint sie einem viel kleiner. Hat vor einer Weile einen Terra-Globus gesehen, eine Rundweltkarte. So etwas könnte Reisenden wie dir nützlich sein. Möchte wissen, ob du diese Frage ernst meinst. Sagt, wenn du den Terra-Globus hättest, könntest du ihn auch leichter finden, was? Für Wanderer wie dich wäre ein Terra-Globus äußerst praktisch. Die meisten verlassen nie ihre eigene Gegend, aber du willst die ganze Welt sehen. Damit könnte ich mehr Orte finden, an denen ich helfen kann. Könnte ich mehr Orte zum Plündern finden. Ja, das ist unser Geschmack. Dachte sich schon, dass du viel plünderst. Ja. Hast du gedacht. Zack. Nächste geplündert. Oh, warte mal, da geht's nach oben, ne? Boah, geile Hütte, ey. Gut, ich gehe wieder raus. Kann ich nicht wirklich was machen. Außer einkaufen und verkaufen. In die Kiesel, um dein Kralleisen zu strongen. Da muss ich auf jeden Fall hin. Das brauche ich. Der Knackhügel. Kiesel nennt ihn sein Zuhause. Man hab hin. Ja. Ist beeindruckt, dass du es bis hier geschafft hast, wo auch immer hier ist. Das hier sollte nur eine Zwischenstation sein. Dass er aber immer noch hier ist, ist der Kern seines Problems. Wer das schafft, dem sind keine Grenzen gesetzt. Er fragt sich, ob dir die Strapazen der Welt allmählich zusetzen. Selbst für jemanden wie dich, der hart im Nehmen ist, muss das eine große Bürde sein. Wohin du auch nächstes Mal gehen magst, er hofft, dass du weiterhin stark bleibst. Du musst all die Schrecken der Welt, die dich noch erwarten, bewältigen. Gleich auch, in welche Richtung du gehst. Möchte wissen, was du tun würdest, wenn du unterwegs bemerkst, dass du einen Fehler gemacht hast. Würdest du wieder umkehren und es nochmal versuchen? Oder würdest du da weitermachen, wo du jetzt bist? Fragst du für einen Freund? Weiß nicht, ob er noch Freunde hat. Zumindest nicht hier oben. Dich vielleicht? Nein. Er weiß nicht genau, ob ihn das Ende der Welt traurig macht. Wenigstens wird ihn hier keiner finden. Fragt sich, warum du die Welt zerstören wolltest. Wo liegt am Ende der Unterschied? Fragt sich, warum du dich auf die Yagni eingelassen hast. Ihr Herumgekrächze geht ihm auf die Nerven. Glaubt, vielleicht funktionieren seine Ohren nicht. Zeit, über fröhlichere Dinge zu reden. Genau. Er sagt, es kommt nur selten vor, aber manchmal steckt auch er in der Klemme. Eine Klemme ist keine schöne Sache und dieses Mal ist es keine Ausnahme. Er kam sich schon immer unbedeutend vor, wie ein Kiesel gegenüber einem Berg. Darum möchte er klettern, damit er wenigstens einmal hoch oben über dem Flachland sein kann. Ihm ist klar, dass jemand, der nicht nach oben klettert, auch nicht tief fallen kann.
In gewisser Weise ist er hier also sicherer. Da. Schätze, er kommt hier nicht alleine weg. Er hat es versucht. Kiesel riskiert sein Leben so oder so. Also wird er immer weiter versuchen, aus dieser sterbenden Welt herauszuklettern. Er schätzt, er muss einfach vorsichtiger sein. Außerdem wäre es besser, wenn er wüsste, wo er klettern muss. Er möchte kein Kiesel in deinem Schuh sein, aber wenn du bessere Kletterplätze für ihn finden könntest, wäre er wirklich dankbar. Ja, gib mal einen Handel ein. Schätzt, das wäre nur fair. Er kann keine großen Forderungen stellen, hat jedoch auch nicht viel anzubieten. Wer hat da gefurzt? Ah, hier. Ich glaube, Dunkelpunkte habe ich mittlerweile komplett voll. Jo, Aura, dunkel, maximal dunkel. Nein! Gerade so noch geschafft. Zack, Vogel haben wir auch. Großes Energiepaket. Kann man auch mal gebrauchen. Hier geht's weiter. Wie? Yippie, Schweinebacke. Und jetzt? Auch irgendwie weiter. Ah, Kletterplätze für Ziegel gesichert. Das ist eins.
Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter nach oben. Oder? Meint ihr, ich komme da ganz oben? Nein, hier ist die Welt zu Ende. Oder was? Oh, schade. Ich komme hier nicht ganz hoch. Okay, dann gehen wir wieder runter. Okay, aber ich soll 3 Plätze sichern. Muss ja noch. Ist aber nix. Nein. Okay. Jetzt sind wir ganz unten. Hat er vielleicht noch andere Möglichkeiten, hier hochzukommen? Gute Frage, ne? Da bin ich gerade hergekommen. Aber hier ist ja nichts mehr. Wahrscheinlich irgendwo auf der anderen. Ich guck mal eben auf der Karte. Folge dem Pfad. Muss bestimmt andere Orte finden, wo der noch nach oben kann. Oder? Ah, jo. Ich bin jetzt hier unten, da ist noch eins. Kletterplätze für Kiesel gesichert. Und wo noch? Das eine blinkt noch. Kästen gelöst. Ja gut, dann gehe ich jetzt hier hin, mache hier weiter und arbeite mich da auf jeden Fall vor, dass wir in die Richtung kommen. Also ich brauche auf jeden Fall die Waffe Rang 2. Diese Faust auf Rang 2. Oha, Leute.
erstmal wieder reinkommen, ne? Bam, bam. Kriegt das. Dann konnte ich nicht mal was looten. Oh, bald habe ich die Psi-Punkte zusammen. 18 Punkte brauche ich, dann kriege ich diese letzte Telekinese-Fähigkeit. Die haut auf jeden Fall übelst rein. Da drüben liegt ein intaktes Pflanzenhaus. Was wohl darin wächst? Na, ich bin eingefrostet. Boah, geht der mir auf den Sack, ey. Ja, jetzt kann ich einfach downknocken, Alter. Der kleine Pimp, ey. Bimmelmütze. Eine Bimmelmütze. Eine Augenmaske. Oh, die ist sogar besser. Eine Rüstung zumindest. Bleistift. Igelplatte. Muss noch ein altes Weltgerät sein. Schlüsselkurve. Jo, das ist der Computer. Die Eingeber müssen verbunden sein, damit der Kopfkasten startet. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch.
Das ist eine Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg ist innerer Frieden. Naja, ab sofort, Leute. Software. Nicht Software. Software. Und das ist kein Computer, es ist ein Kopfkasten. Los, fang ihn! Cool. Kommen noch mehr? Nee. Warte. Zur Wurzel zurück. Wo ist Wurzel? Da. Okay, aber wir gehen jetzt darüber. Folge dem Licht. In den Sperrkasten, genau. Mal gucken, da muss ich rein. Brauche ich jetzt wahrscheinlich den großen Apparat zu. Nono Brutnest. Kann hier nicht herbe. Geht nicht, okay. Funktionieren. Okay, ich hätte auch außen rum gehen können. Gut. Willkommen im Camp Akko. Die Banditen hier grüßen nicht so freundlich. Nicht? Das ist so schlimm, ich auch nicht. War klar, dass ein zweiter direkt rauskommt. Okay. Hauen wir mal die Adrenalinspritze rein. Was ist jetzt los? Ah. Das ging eigentlich recht gut, ne? Bam, 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 bam. Voll auseinandergenommen.
So, den Gefangenen lasse ich diesmal frei. Oh, diesmal helle Punkte. Es gibt kaum noch Schatten. Korrekt. Es muss ein... Schalte das Licht aus. Dann gibt es keine Schatten mehr. Sowas. So habe ich das nicht gemeint. So. Wo ist der Loot? Also eigentlich muss man sagen, man findet echt viel Loot, ne? Also wenn man echt alles mitnimmt, so, dann gibt es echt viel zu looten. Hey, Skillpunkt. Hier könnte was sein. Auch nicht schlecht. Ah. Lagerschneide. Benutze Tunika. Hm. Ich bräuchte hier mal einen Wegweiser oder so, damit ich die, damit ich mich wieder hierher teleportieren kann. Oh, alter Zug. Mal da oben. Haben wir hier vielleicht einen Wegweiser oder so? Ein Nimmermeerhof. Hier wurden die Toten abgesetzt. Hoffentlich landest du nicht allzu bald dort. Nimmermeer am Hof. Schon abgeschlossen alles. Hier geht's aber schnell. Da ist ein Wegweiser. Perfekt. In dem Kleinschiff findest du die Bugtheke. Da gibt es auch eine Verbesserung. Mal sehen. Hast mal hingesickt. Hä?
behauptet, seltsame Objekte aus der Todeszone im Angebot zu haben, die so selten sind, dass man sie gesehen haben muss. Na, dann gucken wir mal rein. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Was hat die denn? Würfel? Naja. Die Schultern sehen cool aus. Nö, ist nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Wo ist meine Brust? Ne, die trage ich, ne? Verkaufen, blaue Jacke heben wir auf. Das Ding verdickern. So. Dieser Rumpf ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich kann die Lederjacke bald mal weghauen. Jetzt habe ich hier einen Rucksäcken. Die können alle weg. Schultern. Die können auch weg. Masken. Richtig viele Mützen, hey. Das ist gut gelaufen. Habe ich meinen Dings nicht mehr an? Ich habe ja gar kein Gesichtsding. Oh, das ist jetzt verkauft, ne? Hollo. Egal. Und auch wieder eine neue Maske. Muss ich mal kurz gucken rum. Habe ich hier irgendwas verbessert eigentlich? Oh, ich könnte ihn noch mal ein bisschen erhöhen sogar. Ausrüsten. So rum modifizieren. Standard nur 30 Rüstung, ne? Okay. Das ist die tatsächlich besser. Modifizieren, so vier Teile dran.
So, Riegelplatte. Ja, das Ding auf jeden Fall. So. Die Riegelplatte dran. Ui, 66 Rüstung. Radbolzen, boah. 73 Rüstung. Und 2 kritische Treffer wert. Gesundheit auch nochmal ein bisschen dazu gekriegt. Nice. So muss das sein. So, dann kann die blaue Jacke nämlich zerlegt werden. Ah nein, scheiße, ich habe die blaue Jacke zerlegt. Oh, ich bin ein Trollo. Wieder das Falsche zerlegt. Okay, Hefte habe ich nicht neu. Stärker geht nicht. Fernkampfwaffe habe ich da nix. Ja. Nein, Mündung auch nicht. Magazin. Oh, Leute, ich krieg ein größeres Magazin. Damage. So, was haben wir hier? Okay, das bleibt aber beim alten. Oh. Hat das dann aber ein Gewehr? Ja. Ne, ich will weiter die Halbautomatik haben. Die Automatik. Automatikgewehr. So, Griff. Oh, und nochmal 3% Crit dazu. Auch geil. Teil wird immer krasser, ja. Junge, Junge, Junge. So, ich mache jetzt erst die beiden Punkte hier. Das heißt, ich muss umdrehen. Der sich hingelegt. Thank you.
Folge, die... Oh, sieh dir diesen Kritzelstein an. Was wohl dahinter steckt? Welches Level haben wir jetzt? Wir sind noch Stufe 18, okay. Glitzergras riecht nach einem Nonnennest, oder? Rechts oder links? Wir gehen rechts. Geiler Move, ey. Level 19. Hier sind wir hergekommen. Hinten weiter. Ja. Los, fang ihn! Haben wir. Roger auch, danke schön für dein Follow und willkommen. So, Mini-Quest abgeschlossen. Und wir sind Level 19, ne? Ich muss Streamtitel ändern. Ha,
Hast du die Bruchbude gesehen? Da lohnt sich bestimmt ein Blick. Hier gibt's noch eine Quest. Schnapp es dir und renn so schnell du kannst. Du rennst wie der Wind. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist, um es zu erfahren. Sagt, du wirkst vertrauenswürdig und kannst es eigentlich erfahren. Direkt in der Nähe, ne? Schaudert bei dem Gedanken, wie aus einem Kindling jemand wie du werden konnte. Heißt dich jederzeit willkommen. Sagt, wenn alle länger überleben wollen, musst du stärker werden. Wozu fit werden, wenn ihr eh alle sterben werdet? Je stärker du bist, desto länger leben wir. Warum werden sie Muckimacher genannt? Keine Ahnung. Die mucken doch überhaupt nicht. Behauptet, Muckimacher gefunden zu haben. Die könnten dir helfen. Du musst sie bloß finden und hochheben. Und zwar oft. Es geht doch nichts über Training, um in Form zu kommen. Ja, nehmen wir das. Sagt, das mache dich noch bemerkenswerter. Einsatz der Muckimacher. Finde den Sperrkasten. Und irgendwas soll hier sein. Aber da ist auch die Feuerzone, ja. Komme ich jetzt so noch nicht dran, ne? So viel Resistenz habe ich, glaube ich, noch nicht. Eine Motorschuhstation. Immer noch die beste Chance auf Tempo. Ich jetzt mal richtig auseinandergenommen.
Moin, Tanto. Eine Motorjus-Station. Immer noch die beste Chance auf Temposaft. Moin, Scorman. Oh Mann. Klickt mich immer. Okay, den haben wir gelegt. Sehr heiß. Ja, und? Ah, okay, da kann ich nicht rein. Ist hier auch nicht. Keine Ahnung. Okay, geh später hin, wenn ich die Resistenz habe. Hat jetzt noch keinen Wert. Ein Muskelpaket. Ich jetzt mal nach dem Kasten, den ich einsammeln soll. Das muss hier unten sein eigentlich. Vor ziemlich langer Zeit war das hier mal ein Zuhause. Du musst die Kurbeln in der richtigen Reihenfolge entdrehen, wenn du die Sperrkiste aufsperren willst. Sperrkiste. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Oh, what the fuck. Wir haben legendäre Schultern gefunden. Geil. Richtig nice. Vorbei.
Okay, Gebiet abgeschlossen. Sehr gut. Dann haben wir hier noch eine Nebenquest. Folge dem Pfad. Finde den Terra-Globus. Kriegen wir aber noch nicht hin. So, ich mache jetzt Schnellreise hier rüber. Dann arbeite ich mich nach Norden weiter durch. Gucken wir mal. Meter, easy. Hinten ist so eine Art Aura, oder? Was ist das? Nebel? Oh, was haben wir hier? Riechst du das? Die Glorbweide. Chupsa. Dürfte nicht weit sein. Riechst du das? Er hat gehört, was dir zugestoßen ist und würde dir keinen Vorwurf machen, falls du aufgeben und zurück nach Hause gehen solltest. Er hätte das schon längst getan. Und am Ende der Welt kann man nicht weglaufen. Und dieser Fehler. Schätzt, dass du da wohl recht hast. Jedes Zuhause muss schließlich irgendwo auf der Welt stehen. Dein Mut, der dich bis hierher gebracht hat, beeindruckt ihn. Er weiß, dass er schon lange von seinem Weg abgekommen wäre, ob in Gefahr oder nicht. Der Gedanke an ein Zuhause reizt ihn einfach zu sehr. Was ging an mich halt Tagukalze? Er sorgt sich, dass du von deinem Weg abkommen könntest. Du bist ihm nicht so wichtig, aber was würde mit ihm und seinem Zuhause passieren? Ihm ist es egal, ob dir dein Zuhause etwas bedeutet. Er bittet dich bloß, an solche wie ihn zu denken, die nichts tun können, um ihres zu retten. Er fragt sich manchmal, wie das Leben wohl wäre, wenn er woanders wohnte. Anderes Zuhause, andere Perspektive. Lämmer. Schätzt, darum bist du nach so langer Abwesenheit zurückgekommen. Dein Zuhause ruft immer nach dir. Irgendwie hatte er erwartet, dass die Welt so endet. Sein Zuhause wird er am meisten vermissen. Irgendwie hat sich durch dich alles verschlechtert. Aber das wolltest du ja, oder? Hörte, die Yagni haben dir ein Nest bereitet. Ist überrascht, dass sie dich wieder haben gehen lassen. Sonst krallen sie sich immer alles, was sie in die Finger bekommen. Denkt, das ist eine höfliche Art zu sagen, dass sie dich bestehlen, wenn du ihnen die Gelegenheit dazu gibst. Das Zuhause von anderen ist aber auch nicht so wichtig. Er sagt, was auch immer du glaubst, größer muss nicht besser sein. Es ist einfach größer. Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Es geht um mehr als das, was man sieht. Sein Name ist Chupsa. Namen bedeuten nicht viel. Doch du solltest wissen, dass sein Fundament auf etwas ruht, das größer als er selbst ist. Da die Welt am Rande der Zerstörung steht, ist die Zeit für ihn gekommen, ein Zuhause zu finden, das besser zu seinen Bedürfnissen passt. Größer ist nicht unbedingt besser. Sagt, dass größer nun mal größer ist. Manchmal braucht man einfach mehr Platz. Die Entscheidung liegt nicht bei einem selbst. Chupsa meint, zu Hause ist es am schönsten. Auch wenn er mit Geist, Herz und Körper schon dort ist, hat er das Gefühl, sich weit weg von dem Ort zu befinden, an dem er sein möchte.
Wenn du wahrhaft mit etwas aus der versenkten Erde verbunden bist, wie zum Beispiel einer Karotte, bist du mit dem gesamten Land verbunden und fühlst dich eins mit dem Leben. Sobald er aufbricht, wirst du das verstehen. Chupsa fragt, ob du hier irgendwo in der Erde Karotten gesehen hast. Er braucht schon seit einer Weile eine. Doch jetzt muss er eine finden, bevor es zu spät ist. Ja, komm, such mal eine Karotte. Hauptsache, sie wurde noch nicht verdaut. Bestimmt siehst du jetzt alles deutlich. Zu viel Licht ist nicht gut für dich. Das sagt die Beute immer über die Jagd. Du hast bloß Angst, dass es dich zu Asche verbrennt und wegweht. Hab ich nicht. Zumindest nicht viel. Ha! Solltest du aber. Tanto, ich habe gelesen, was du geschrieben hast. Du kannst ja im Nachhinein die Videos dazu noch angucken. Moin, Rafa. Schatz, das ist mir. Mach, wie du denkst. King Baal, moin, moin. King Baal, auf deine Frage hin letztens, ne, warum du dein Abo nicht verlängern konntest. Wir haben es rausgefunden. Wenn das Abo an dem gleichen Tag abläuft, kannst du es nicht direkt instant wieder reaktivieren. Also, solange es noch grau ist, bist du noch Abo-User, so gesehen. Rein theoretisch. Also, so war es gestern beim Captain. Oder es bei Hansa ausprobiert hat, so. Mann, jetzt hab ich auch Hunger. Brathähnchen, es gibt halt Brathähnchen. Juhu. Schön knusprig, Leute, ne? Ja, das mit dem Angeln, das habe ich auch noch nicht so kapiert hier. Ich finde das durch Strahlung kontaminierte Haus. Das ist das Gebäude da hinten. Hast du ja gesagt, wo der Nebel drumherum ist, ne? Können wir mal kurz gucken gehen. Was ist das da unten? Ein Streicher. Ja. Hab ich den schon gekillt? Okay, das ging schnell. Alter, was macht der mit mir? Alle dead. Ja, geil. Moin Dresscode, schön, dass du da bist. Hi.
Was haben wir hier? So. Ich denke mal, dass ich in das Gebäude aber noch nicht reinkomme. Radioaktivität habe ich nicht auf Max. Die Ranchu, eine von Toxanols Strahlung komplett verseuchte Farm. Bleib hier nicht so lang. Jo. Die Schosse unterbrechen mich bei meinen Moves. Das ist eine Kacke. Ja! Ernsthaft? Ah, und da vorne kann ich auch nicht hin. Ich habe keine Winterjacke mehr. Glaube ich, war doch irgendwie sowas. Nur 68%. Na, ich habe meine Winterjacke aus Versehen verkauft. Okay. Ich muss eigentlich... Hier die Kletterplätze müsste ich eigentlich machen. Ich brauche endlich diese Faustrang 2, damit ich weiterkomme. So, zwar jetzt ein bisschen dackeln, aber... Besser ist es. Muss ich hin. Also dahinter. Hm? Aber hier. Gegner. Der war ja jetzt nicht so stark. Thank you.
eine Planke. Was ist das denn? Sah gerade aus wie so ein Teil von einem Baseballschläger. So, ich muss irgendwie da hoch. Hier ist der Kletterbereich. Oh nein, nein! Zwei von drei für Kiesel abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt müssen wir das dritte finden. Da hinten. Oh, ist das weit weg. Okay. Versuche ich nebenbei noch was anderes mit zu erledigen. Elektromüll. In die Richtung da unten muss ich. Wollen wir bei dem Dorf mal vorbeischauen? Doppelabzugsschaft. Hm.
Da muss ich hin. Den lerne ich wieder was. Den Roboter. An verschiedenen Punkten im Leben wird man zu einer Erinnerung für andere. Es reicht schon, jemanden zu sehen, um die Vergangenheit heraufzubeschwören. Verzerrte Erinnerungen sind ein Problem. Illusionen, mit denen dein Geist die Erinnerungen unterdrückt. Als Kindling schikaniert worden zu sein. Wer sollte da bitte eine Chance haben? Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Luftgleiter freischalten. Ich habe mich schon gefragt, wann du dich daran erinnerst, wie der Roboter-Luftgleiter funktioniert. Springe von einer erhöhten Position ab und halte dann Springen gedrückt, um die Flügel zu aktivieren. Mithilfe der Navigationssteuerung kontrollierst du deinen Flug. Wenn du nach unten steuerst, wird die Geschwindigkeit erhöht. Ja, nice. Cool, cool. Du hast Snödeburg entdeckt. Ein hübsches Dorf. Snödeburg. Können wir erstmal looten. Ich brauche nämlich wieder auch Erste-Hilfe-Zeugs. Habe ich nicht mehr so viel. Mal sehen. Oh, dickes Magazin oder was? Ausrüstungshändler und Prügelwarenhändler haben wir noch. Okay. Eine Nebenquest? Na komm. Wir nehmen sie alle an. Schätzt, das Einzige, worauf man sich beim Weltuntergang noch verlassen kann, sind die Nachthimmelfunkler. Nur war eine Freundin. Erforscht sie von der Spitze eines Aussichtsturms aus. Früher guckte sie mit ihrem Papu nach den Funklern, doch jetzt wird er vermisst. Vermutet, sie ist jede Nacht oben auf ihrem Turm. Sagt, du solltest nach Novas Turm Ausschau halten und mit ihr plaudern. Nachts ist der Turm schwer zu sehen. Aber es ist die Mühe wert. Vielleicht kannst du ihren Papu für sie finden. Schätzt, Nova wird dich schon irgendwie belohnen. Wer in Not ist, muss bezahlen. Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Denkt,
Du solltest dich in Geduld üben, wenn du hier ein gutes Geschäft machen willst. Moin, Shepard. Oh, mehrere legendäre Sachen. Wie viel Geld haben wir denn? 28.000, ne? Ich glaube, da können wir uns ein bisschen was gönnen. Und mal ein paar coole Sachen craften. Die ganzen günstigen Sachen können wir verkaufen. Gelb und Rot heben uns auf. Insgesamt gut genug. So, und jetzt muss aber noch ein Händler hier sein. Behauptet, seltsame Objekte aus der Todeszone im An. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Was hat er denn so? Ui. Was, die kostet 15.000, Stufe 30 benötigt. Die sieht schon cool aus, ne? Jetzt haben wir hier auch eine legendäre Schulter. Stufe 23. Guck mal, was die für Resis abgibt, ne? Feuer 36, Kälte 30. Und das Grüne 42 und das letzte auch 54 an Resis. Naja, leck mich am Arsch. Nicht schlecht. Oh, die sieht auch nicht schlecht aus. Schultern sind cool. Ich glaube, die gönne ich mir mal. So. Schon wieder 100.000 verschiedene Helme. Kaufen. So, verkaufen. Weg damit. Aber die kann ich auch erst tragen mit Level 20, aber das haben wir sogar bald. Level 20 haben wir bald.
1000 Hosen, ne? Oh, die Hosen, die haben 30 Kälte. Den Rest hebe ich mir auf. Gewehr. Das Ding da hinten nehme ich noch mit. Guck mal hier, eine Hausruine. Ein genauerer Blick könnte sich lohnen. Oh ja. Ja. War mal ein netter Kampf. Badja analog. Dieser. So, den Dude hier lassen wir am Leben diesmal.
alles ist so hell. Damit bist du... Das Dunkel verbirgt bloß das Grauen in der Welt. Dann solltest du dich davon verbergen lassen. Das ist einfach nur fies. Revolverino. Guthaft, damit das Klingeling funktioniert, müssen die Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden. Warte. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Manchmal ist keine Nachricht auch eine Nachricht. Du musst die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Okay, nochmal. So. Ah. Jetzt. Die Technologie von damals ist also immer noch hier, auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. Oh, das hat er eher jetzt einen Roboter. Hat er jetzt eher einen Roboter geantwortet oder sowas ähnliches? Keine Ahnung. Wieder ein Taucherhelm. Wir haben es aber auch mit ihrem Taucherhelm. So, wo sind wir denn mittlerweile? Wir gehen erstmal dahin. Unter mir. Ich denke, wo kommen die ganzen Soundeffekte hin? Ja. Da ist irgendwas unter mir. Gestank. Das erwartet dich in einem Abkanal. Aha. In Hitze. Das war einer. Thank you.
Boom. Alter, der mit seinen Kackbomben. Was auseinandergenommen und Level 20, Leute, richtig nice. Jetzt haben wir da eine legendäre Mündung gefunden. Muss ich doch direkt mal reinschauen, ne? A, kann ich jetzt bessere Schultern tragen, aber ich kann auch wahrscheinlich eine Waffe verbessern, ne? Ja, nochmal verbessern. Zack, herstellen. Gibt nochmal minimal mehr Bums. Ach, guck mal, die kann ich jetzt auch tragen. Magazin. Das für eine Wumme, bitte. So, dass das Basisding so schafft. Damage. Uhu. Und Griff. Guckt euch mal diese Wumme an, ey. So, jetzt kann ich aber Schultern noch machen, ne? Genau. Ausrüsten. Herstellen. Schulter. Modifizieren. So. Bei der hier. Mit die andere Platte jetzt drauf machen.
So, beim Kopf noch. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Elegant. Ein bisschen mehr Agilität. So, Mutationen. Nee, das nicht. Widerstand verbessern. Antikälte habe ich schon relativ hoch, ne? Ich brauche eigentlich Strahlung. Direkt mal einen Titel geändert. Nur Level 20. Gucken wir mal, was das für ein Gewehr ist. Cool, cool. Bin ich mal gespannt, wie viel Damage die macht. Das ist eine Super Soaker. Mhm. Sieht zumindest so aus, ja. Ziemlich bunt auch. Sagt, der Laden bietet für jeden etwas, besonders für dich. Oh, ich brauche aber erstmal nichts. Wegmarker gab's ja nicht. Los, fang ihn! Zack, hab ich. Willst du deine Muckis? Folge dem Rhythmus, damit es funktioniert. Links, rechts, links, rechts. Gut gepumpt. Siehst super aus. Schön. Haben wir das auch? Ein bisschen Muskeln dazu gekriegt. Gehen wir da als nächstes hin. Und vor mir habe ich auch noch irgendwas. Eine alte Ruine. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch die neue Waffe ausprobieren. Ah, nee, Banditenlager. Das hier ist Gurfgebiet. Und Besucher mögen sie nicht. Mhm.
800 Damage pro Schuss. What the fuck? Man muss sagen, ist krass. Das Ding ist krass. Stöber herum. Vielleicht stößt du auf was. Schutz auf jeden Fall. Auch nicht schlecht. Sie dieser hier scheint Tariman schon hat gesambianter. Bitte dich um Judo Pavasil Lafea Nuch. Ist bilde ich mir das ein oder ist es? Das ist keine ist Freiheit. Das nennt sich verloren sein. Wie kannst du verloren sein, wenn dich das Dunkel so gut kennt? Du solltest verschwinden. Im Gegensatz zu dir kann das Dunkel nicht verlieren.
tun. Also die Wumme ist nicht schlecht, muss ich sagen. Halt gut rein. Schreien.